Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019. Und ja, wir spielen auf dem PC, sind da unterwegs auf dem Rübenacker. Wir ernten Rüben mit dem Rheumer. Und ja, das ist ja hier Story. Und der Eiermann hat ja so einen Rübenernter, der ist da uns helfen gekommen. Also, er kriegt natürlich ein bisschen Geld dafür. Und genau. Er hat noch sein LKW uns auch noch zur Verfügung gestellt, um dort noch Rüben abfahren zu können damit. So, läuft eigentlich ganz gut. Er macht hier mal ein bisschen das Vorgewende. Wir haben frühen Herbst. Es sind noch einige Felder oben beim Helmut und beim Hartmut zum Ernten. Ein Getreidefeld und Rüben sind oben auch noch. Also da wird dann der Eiermann auch noch mal unterwegs sein. Und wir haben noch ein bisschen Heu gemacht. Wir müssen noch schauen, damit wir die Kühe ordentlich versorgen. Futter sollten wir jetzt genug haben. Futter sollten für alle Tiere hier auf jeden Fall genug vorhanden sein. So, und der Ernter ist natürlich Gold wert. Mit einem KS6 hätten wir uns da wahrscheinlich tot gemacht. Zum Glück hat der Eiermann so einen Rübenernter. Und der züchtet ja eigentlich nicht Eier, aber er produziert Eier in seinem Hühnerstall. Und das ist eigentlich noch so ein Nebengeschäft, was er hier hat. So ein Lohnunternehmen mit Spezialgerät. Hab noch gar nicht mit ihm gesprochen, was er noch alles für Spezialgerät hat oder ob das nur sein einziges ist. Weil hier in der Gegend, im größeren Umkreis, ist er der Einzige, der eigentlich einen Rübenernter besitzt. Alle anderen müssen von weit anreisen. So, und er hat seine Sache natürlich auch im Griff. Er kennt sich damit aus. Und wird natürlich jetzt auch, wenn er schon hier neben den Fahrzeugen steht, die Geräte abbunkern. Sein Gerät. Der Gerät, ne? So, sieht doch schon ganz gut aus.
So. Ich glaube so zwei Runden rum und dann ist der Rübenernter wohl voll. So, wir werden aber noch mal einen Blick auf die Karte werfen und mal gucken, wie das hier im Wachstum ist. Feld 1 ist noch nicht erntereif, Feld 5 ist auch noch nicht erntereif. Der Rest ist abgeerntet. Meine Güte. So, sonst ist da Feld 27 erntereif. Was ist denn da drauf? Raps. Ich glaube, er fährt noch einmal rum. Er fährt definitiv noch einmal rum. So, auf unseren Hof hat es ja einiges, nicht auf unseren Hof, auf Bauer Mike sein Hof, ich bin ja gerade der Eiermann, hat sich natürlich einiges getan mit den Unterstellmöglichkeiten. Das sieht hier von hier eigentlich super aus. Da noch einmal rum. Das ist jetzt hier nicht der größte Holmer, aber für das kleine Feld hier reicht das natürlich. Hätte ich noch eine Reihe wegnehmen sollen. Hier zum Drehen wäre es fast besser. So, jetzt hat er hier den Bunker auch schon ziemlich vollgeknallt, ey. Puh, ein so ein voller Holmer hat hier fast. Ja, hat er eigentlich jetzt den LKW voll gemacht, würde ich sagen. Der LKW hat noch so einen coolen Anhänger hier mit Zwillingsbereifung. Commander,
So, und hier haben wir noch den Reha-Mod drauf. Genau. Das fetzt. So, die Franzi muss los. Die hat noch Friseurtermin heute. Könnte man das nicht mal da abkippen? Abkippseite würde stimmen. So, okay, wir schmeißen es ins unser Lager. Wenn wir ein Multilager können, eigentlich alles einlagern, was wir wollen. Rüben werden unten im Keller eingelagert. Kann ich sie hier reinkippen? Werden unten trocken gelagert. Dachte schon, das wird gar nicht mehr fertig. Was bei den Anhängern noch so fehlt, ist eigentlich die Schläuche. Ansonsten wäre er perfekt. Farbe ist natürlich auch cool. So, die Franzi muss nach Hause. Die läuft gerade. Sie hat einen Friseurtermin. Ja, da kann man nichts machen. Da muss man Prioritäten setzen. Und Franzi freut sich. Natürlich kriegt sie wieder schicke Haare. So, und Bauer Mike wird auch nochmal versuchen, hier vom Feld zu kommen. Fahren wir schon oder stehen wir noch? Irgendwas mit der Bremse nicht gut, oder was? So. Scheint alles gut zu sein. Manchmal ist ja irgendwie... Es ist einfach schwer. Man kann es an der schwarzen Auspuffabgasen erkennen, damit er doch ein bisschen mehr ziehen muss. So, gibt's hier keine Abkippseite oder was? Wieso geht denn das hier nicht mit den Rüben? Ich glaube, ich muss von der anderen Seite abkippen, ranfahren. Ich hätte natürlich hier ein bisschen noch biogasmäßig was produziert, damit ich Gärreste habe, damit ich auch hier meinen Tank füllen kann. Mir aber nicht ganz sicher, ob ich zu dicht dran bin oder ob er einfach nicht mag. Er mag einfach nicht. So, so oft kann ich aber nicht mehr da rumfahren. So, jetzt halte ich mal ein bisschen Abstand. Eigentlich muss es irgendwie... ...da so eine Stelle geben. Rechts. Rechts würde passen. Machen wir hinten auch noch rechts. Hinten ist eh rechts. So, macht er auch nicht.
So. Nochmal linke Abkippseite wählen. Und wenn das nicht geht, dann kippen wir es halt auch in unser Lager. Warte, jetzt bin ich aber ein bisschen dicht dran. Dieses. Das ist doch kaputt gegangen beim letzten Regen. So, oh mein Gott, der ist schon wieder voll hier. So, nach dem Update ruckelt es einfach innen drin ein bisschen. So, ich hoffe, du stehst auf der richtigen Seite. Jawohl. Jetzt ist er voll. Okay, der hat noch sogar noch richtig gedreht. Super. Aber das gibt nicht mehr viel. Das ist gleich mal hier Geschichte. Da vibriert mein Handy. Hallo? Hallo Franzi? Ja, kann dich verstehen. Weiß, ist eine E-Mail gekommen. Eine E-Mail ist gekommen. Ja, von wem kommt denn da E-Mails? Eigentlich kommen die E-Mails, die Rechnung schon per E-Mail. Keine Rechnung. Eine E-Mail aus Stappenbach. Stappenbach ist ja nicht weit weg hier von Felsbrunn. Das wisst ihr ja. Ja, warte, ich komme gerade rüber. Was? Eine E-Mail von Stappenbach? Selber gerade schauen. Muss ich gerade aufklären. In Stappenbach haben wir ja vorher... Hallo Franzi? Ja, ich schau gerade. Aha. In Stappenbach ist ein Schweinemasthof wäre frei. Der müsste bewirtschaftet werden, und da wir im Stappenbach schon gearbeitet haben, vor einigen Jahren, haben sie uns gefragt, ob wir das machen wollen. Ja, da müssen wir aber vor Ort mal fahren, oder? Was meinst du, Franzi? Hä? Okay, später, nach dem Friseurtermin. Alles klar, nach dem Friseurtermin geht's nach Stappenbach. Da müsste ich aber hier auch mit den Rüben fertig sein. So, Stappenbach Schweinemastbetrieb. Okay, aber der ist doch ganz gut gelaufen, der Schweinemastbetrieb. Das muss doch irgendwie, ja, wir werden sehen, was in Stappenbach los ist. Ich muss noch hier die Rüben runterholen. So, wir werden jetzt hier gleich abbunkern. Da ist nämlich der hintere Anhänger auch voll und wir können den Anhänger wieder wegbringen. Und dann geht's nachher nach Stappenbach. Stappenbach kennt ihr natürlich, die, was die Mod-Vorstellungen gesehen haben, und auch die, was schon im 17er meine Videos geschaut haben. Und nur um das aufzuklären, mache ich nämlich jetzt beide Karten quasi gleichzeitig, ne? Also wir werden auf der Stappenbach, was ja hier nicht weit weg ist von der Felsbrunn, genauso wie hier auf der Felsbrunn spielen. So kann ich auch meine Kontakte hier von der Felsbrunn spielen lassen. Wie zum Beispiel hier den Eiermann, wenn es da irgendwie was mit Rüben geben würde. Oder sonstige Hilfe. So, ich würde ja hinterherfahren, aber der Trecker schafft es nicht.
Er ist zu langsam. Genau, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt war ich schon ewig nicht mehr in Stappenbach, wie das eigentlich da aussieht. Ob alles noch beim Alten ist, ob noch die alten Kollegen da rumschwirren und so weiter. So, jetzt muss er gleich durch sein mit den Rüben. So, da bin ich mal gespannt, die Franzi. Beim Friseur, aber die wollte nur die Spitzen schneiden lassen, so wie sie gesagt hat, und ja, dann sollte das ja eigentlich gar nicht so lange dauern. Friseur kommt natürlich zu uns nach Hause. Keine Zeit, da noch ins Dorf zu fahren, wenn du so einen Betrieb hast. So, fertig. Okay. Muss nochmal gucken, ob ich das wirklich hier nicht bei der BGA noch abkippen kann. Hat doch schon mal funktioniert. Das muss doch hier reingehen. Musste ich ganz dicht dran fahren? Ich weiß es nicht mehr. Ah! War irgendwie bloß ein ganz kleiner Punkt, seht ihr? Jetzt läuft der Hase. So, okay, Eiermann soll da selber schauen. Mein Pickup noch hier. Meine Güte, wo habe ich denn den geparkt? Warte mal, der steht doch hier hinten, oder? Puh! So, ich werde die Franzi abholen und ich würde sagen, nämlich, es geht dann weiter. Einfach die nächste Folge auf der Stappenbach. Ich freue mich, ich hoffe es wird cool, ich hoffe ihr findet es auch cool. Schreibt es in den Kommentaren und auf jeden Fall morgen Stappenbach schauen. Genau, selbe Zeit, selbe Welle, selber Kanal. Genau, macht's gut, bis denn, ciao, ciao.